Videodaten zu sichten und gleichzeitig in der Karte Positionen festhalten, das kann aufwendig sein und fehleranfällig. Aber mit Full Motion Video geht beides in einem Schritt. Und wie? Das verrät uns jetzt Peter Seiger-Bonners. Danke, Daniel. Nun, wie bereits angekündigt, kommen wir zum Thema Full Motion Video, das Metadaten in Videostreams. In dieser Session dreht sich alles um bewegte Bilder, um Videodateien. Und dazu gibt es viele Begrifflichkeiten, die diese Technologie beschreiben, wenn Geodaten in Videostreams eingebettet werden. Unter anderem MISB, Full Motion Video oder KLV. Heute legen wir den Fokus auf Full Motion Video und die dazugehörenden MISB-Standards. Für wen ist Full Motion Video gedacht? Full Motion Video ist gedacht für Analysten, für Bilddatenspezialisten, für Bilddatenauswerter und für Entscheider. Zur Unterstützung zeitkritischer Situationen, Einsatzunterstützung im Katastrophenfall, beispielsweise forensische Untersuchungen oder Dokumentation von Unfällen, Luftunterstützung bei der Suche nach Vermissten oder Inspektion von schwer zugänglichen Gelände, beispielsweise eine Funkmast-Inspektion, eine Pipeline-Inspektion, Telco-Leitungen, die oberirdisch verlegt wurden. Und die Lösung bietet Full Motion Video. Full Motion Video ist Bestandteil der Image Analyst Extension, ein Bestandteil von ArcGIS Pro. Und es liefert Zugang zu Live-Video-Feeds bzw. zu aufgezeichneten Videos in ArcGIS Pro. Und die Ergebnisse werden dynamisch nicht nur als Video, als Bewegtbild dargestellt, sondern auch die Metadaten werden in der Karte gleichzeitig abgebildet. Das heißt, ich habe die direkte Einbindung von Live-Videodaten nach MISB-Standards. Ich kann nachträglich die Metadaten ergänzen und dann offline verfügbar machen. Und ich habe auch die Möglichkeit, gleichzeitig mehrere Videos anzuzeigen in Karte, als Geometrie und als Video im ArcGIS Pro. Ja, die Eingangsdaten können von unterschiedlichen Plattformen verwendet werden. Gängige Actioncams wie beispielsweise GoPro sind die einfachsten Möglichkeiten, ein Bewegtvideo in ArcGIS Pro darzustellen. Drohnen, optische Systeme, ob das Systeme von Helikoptern oder von Flugzeugen, bis hin zu Live-Satellitenfeeds, die entsprechend eingebunden werden können. Full Motion Video kompatibel bezieht sich auf die Ergänzung eines Videostreams mit den zugehörigen Metadaten innerhalb der Videodatei, innerhalb eines Theme-Frames, sodass das Video einen räumlichen Bezug erhält. Diese Sensorsysteme erfassen Kamera-Ausrichtungsinformationen. Das heißt, ich habe die äußere Orientierung, das heißt, wo guckt die Kamera hin, wie ist der Öffnungswinkel, wie hoch, wo fliegt das ganze Trägersystem. Alles Informationen, die sozusagen übermittelt werden können, bis hin zum Mittelpunkt eines sogenannten Frames. Und das Ganze erfolgt entweder in Echtzeit auf der Sensorplattform kodiert oder in einem späteren Durchgang, dass man das Offline-Video nimmt, mit einem Multiplexing-Tool aus ArcGIS Pro sozusagen verbindet mit dem Timestamp im jeweiligen Pro-Frame inklusive den Geometrien, die übermittelt worden sind. Ich habe schon ein paar Mal den Begriff MISB genannt. MISB steht für Motion Imagery Standard Board. Das ist eine Organisation, die sozusagen die Standards für dieses Motion Imagery entwickelt und festlegt in Verbindung mit Industriepartnern. An dieser Stelle möchte ich gerne zwei Beispiele zeigen. Also wie Sie sehen, rechts das Video auf dem Weg zur Arbeit. Und in der Mitte können wir sehr deutlich erkennen die Position der Kamera und der aufgezeichnete Track, den er zum Fahrradweg zurücklegt. Und links neben der Table of Contents sehen wir die Video-Metadaten. In dem Fall relativ wenige, weil die GoPro als solche zwar auch Beschleunigung und Ausrichtung und so weiter mit aufnimmt durch den Gyroskopsensor, dies aber nicht so einfach trivial ausgelesen werden kann wie eine Koordinate. Dieses Beispiel zeigt eine deutlich komplexere Aufnahme des Videostreams. Sie sehen auf der linken Seite hier auch wieder die ganzen Metadaten, die pro Frame aufgezeichnet werden, was natürlich viel mehr Informationsgehalt und Auswertegehalt mit sich bringt.
Wir sehen nicht nur die Koordinate der Plattform, sondern wir sehen auch den Footprint, wo das System hinschaut. Das sieht man auf der rechten Seite, wie es sich bewegt. Zoom ein bisschen raus, dann haben wir auch den Abstand. Wir können den Track erkennen, der hier mit aufgezeichnet wird bei der Drohne. Ich starte nochmal kurz die Aufzeichnung. Man sieht hier den Track, die Drohne. Ein Haufen Informationen, die hier mit übermittelt werden, die dann in der Karte abgebildet werden können, bis hin zum Zentrum des Footprints, bis hin sogar zur Security Classification. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Exkurs wagen. Einen kurzen Exkurs zu Sidescan for ArcGIS. Sidescan ist eigentlich eine Flugplanungssoftware, um Planflüge durchzuführen mit Drohnen. Das heißt, ich mache im Vorfeld eine Flugplanung, lasse die Drohne automatisiert abfliegen, nehme an bestimmten Positionen mit bestimmter Überlappung Einzelbilder auf, um dann im Nachgang hochaufgelöste Luftbilder, Geländedaten, Mesh- und Punktwolken zu erzeugen. Die Software bietet aber auch die Möglichkeit, einen Freiflug, beispielsweise Inspektionsflüge, durchzuführen. Und die Daten, die von der Drohne kommen, also die Position der Drohne, die Ausrichtung des Gimbals, die Öffnungswinkel etc., die werden eine Textdatei geschrieben, welche ich im Nachgang in ArcGIS Pro dann durch dieses Multiplexing-Tool mit dem Video verbinden kann, um dann eben das Video und gleichzeitig die Position in der Karte und den Footprint darstellen zu lassen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen die einfache Handhabung von Full Motion Video demonstrieren. Hierzu habe ich ein Video eines Überschwemmungsgebiets in Florida einfach per Drag and Drop in die Table of Content gezogen. Ich zoome jetzt mal hin. Rechts sieht man von der globalen Ansicht direkt auf die Szene. Sie sehen hier den Mittelpunkt der Drohne, wo sie auch hinschaut. Sie guckt senkrecht nach unten, wie man auch im Video erkennen kann. Und nun lassen wir die Drohne mal fliegen. Und Sie können erkennen, auf der rechten Seite, ich zoome mal etwas näher ran, bewegt sie sich entlang des Flusses. Der Footprint wandert mit, genauso wie der Track aufgezeichnet wird. Und noch schaut alles senkrecht nach unten. Nun habe ich die Möglichkeit, bestimmte Stellen, die mich interessieren, abzuspeichern. Das heißt, ich mache hier einen Video-Frame-Export. Das heißt, das aktuelle Bild, im Moment, als ich das Icon geklickt habe, wird aus dem Video gespeichert und georeferenziert in die Basemap auf der rechten Seite übertragen und liegt sozusagen mit den neuen Informationen über, ich halte mal kurz an, den alten Bildinformationen. Wie man hier erkennen kann, deutlich im Hintergrundbild, in der Basemap, der Fluss und oben drüber überlagert das Videoframe georeferenziert mit der kompletten Überschwemmungsfläche. Das heißt, die Straße hier ist überschwemmt, die Gebäude hier im unteren Bereich sind überschwemmt. Und dann kann ich einfach durch den Ein- und Ausschalt vergleichen. Ein weiteres Feature, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Markierung von Positionen im Video, die in der Karte auftauchen. Hierzu wechsle ich den Reiter von Notations und kann hier im Video eine markante Stelle, wie hier die Kreuzung, mit einem Punkt markieren, welcher auf der rechten Seite georeferenziert als Feature-Klasse abgelegt wird. Hierdurch lassen sich bestimmte Highlights im Video markieren, um vielleicht bei einer Bergungsmission die Rettungskräfte gezielt zu dieser Stelle führen zu können. Und natürlich besteht die Möglichkeit, auch mehrere Videos gleichzeitig in ArcGIS Pro darzustellen. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Firma Quantum Systems bedanken, die uns die Videos hier zur Verfügung gestellt hat. Quantum Systems ist Partner von Esri. Und was wir hier sehen, ist eine Infrarotaufnahme. Es macht also keinen Unterschied, ob wir jetzt mit Infrarot-Videos oder mit RGB-Videos im sichtbaren Bereich arbeiten möchten.
Ich habe die Funktionalität, dass ich hier reinzoomen kann, mich im Video bewegen kann. Ich schalte mal um auf RGB. Wir sehen hier auch wieder Objekte von Interesse, um entsprechend ranzuzoomen. Kamera bewegt sich etwas schnell. Zurück zum Ausgangspunkt und ich habe wieder die Möglichkeit ranzuzoomen. Auch habe ich die Möglichkeit, die Farben zu invertieren. Das vereinfacht in bestimmten Situationen die Beobachtung bestimmter Objekte. Habe auch die Möglichkeit, mit normalen Bildverbesserungsalgorithmen wie der Helligkeit zu arbeiten, um einfach die beste Qualität aus dem Video rausnehmen zu können. Ein weiteres Highlight von Full Motion Video ist das vortrainierte Modell Siam Mask einzubinden, um im Video ein Object Tracking durchzuführen. Ich starte nun das Video und kann hier über Add Object den Lastwagen markieren. Und ein grünes Viereck markiert sozusagen das Objekt, welches getrackt wird, und zeigt die automatisch erfasste Position im Video hinter dem Footprint der Drohne. Da wir nun schon die Position des Objektes automatisiert tracken, können wir natürlich auch die Möglichkeiten nutzen, um dies gleich in eine GeoDatabase zu schreiben. Intervall gebe ich hier mal alle 2 Sekunden ein. Und wie Sie erkennen können, wird alle 2 Sekunden die Position in eine Feature-Klasse geschrieben, solange das Objekt im Video zu erkennen ist. Als letztes möchte ich Ihnen noch die 3D-Darstellung näher bringen. Wir haben auf der linken Seite wieder das Video. Rechts sehen wir die Location des Görzwerks. Sie kennen es bereits von innen, von den Sessions. Hier nun mal die 3D-Ansicht auf der rechten Seite. Gibt man das Ganze. Und dazu die aufgezeichnete Flugbahn um das Görzwerk, links das Video und rechts in 3D dargestellt die Flugbahn, der Footprint. Nun sind wir schon am Ende der Präsentation zu Full Motion Video. Zusammengefasst lässt sich festhalten, wie Live-Videos blitzschnell in bestehendes Kartenmaterial integriert werden können, um mit KI Objekte zu tracken, Positionen von Objekten nachhaltig aufzuzeichnen, in Video und Karte Objekte zu markieren oder aktuelle Live-Bilder der Drohne georeferenziert mit existierendem Bildmaterial zu vergleichen. So, jetzt wissen Sie, wie man Live-Video blitzschnell in bestehendes Kartenmaterial integrieren kann. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, jetzt ist Zeit für Ihre Fragen.